Ich habe mich heute in meine Dichterklause zurückgezogen. Dieses Gehäuse ist ein alter, nicht mehr benutzter Vorführraum, der gleich neben unserem Büro liegt. Er hat fast keine Fenster, auf eine sehr eigene Art ist es ganz gemütlich hier. Ich habe mir schon überlegt, ob ich ganz hierher ziehen soll. Da bräuchte ich gar keine Miete zahlen und wäre immer mit 3 Schritten zu Hause, was bei mir eben zu Hause heißt. Nur eine Matratze müsste ich mir besorgen und die Genehmigung, hier campieren zu dürfen, weil es eigentlich nicht gestattet ist. Mittags gehe ich öfters Kotschian besuchen. Nicht nur, weil ich dann einen Kaffee bekomme und auch nicht, weil er eine hübsche Sekretärin hat. Vielmehr, weil er ein unglaublicher und schlauer Mensch ist. Neuerdings hat er ein Luftgewehr in seinem Büro und beschießt die Stadt München, die in 3 Metern Entfernung an die Wand geheftet ist. Er gibt niemals Ruhe, bis alle Brücken zerstört sind. Abends bin ich manchmal ganz kurz ins Parkcafé gegangen, unser Parkcafé, und habe eine Schnitte Käsebrot als Abendessen zu mir genommen und dann einen extrem starken Kaffee. Wenn es dann Abend wird, gehe ich in das Filmcafé zum Abendessen. Wenn ich Glück habe, treffe ich da den jungen Bernd Schledding, ein Tricktechniker in meinem Alter, der ähnlich mutterseelenallein hier draußen sitzt. Ab und zu kommt er mit einem neuen Mädchen an. Vielleicht wäre das bei mir auch so, wenn ich dich nicht hätte. Bald ist es Mitternacht und ich bin wieder allein in diesem Büro, in dem es den ganzen Tag über so chaotisch zugeht. Arbeiten kann man dabei nicht viel. Das muss man sich für den Abend oder für das Wochenende aufheben. Am ersten Samstag saß ich den ganzen Tag hier und schrieb fleißig, unter anderem einen Artikel über die Frage, ob Bücherlesen krank macht. Es ist so schwer, alleine zu sein. Besser wäre noch, wenn man jemanden hätte, mit dem man manchmal streiten kann. An Samstagen ist es besonders schlimm, so wie jetzt. Es ist ein später Nachmittag und ich sitze im Büro, obwohl ich so schrecklich dringende Sachen im Moment gar nicht habe. Aber in mein kaltes, ungemütliches Zimmer möchte ich um keinen Preis gehen. Von dem Brand hast du vielleicht in der Zeitung gelesen. Das war vorgestern. Um 22 Uhr sah ich aus dem Bürofenster, wie die Halle 2, die ungefähr 150 Meter von unserem Büro liegt, ganz rosig erleuchtet ist. Dann kamen auch schon die Flammen aus dem Dach und die Sirene tutete. Die wenigen Leute, die noch auf dem Atelier waren, liefen zusammen und, weil es aus dem Atelier ohnehin nichts mehr zu retten gab, räumten wir die Büroräume aus, die in den Seitengängen lagen. Das war eine Schinderei. Und dazu regnete es noch. Anschließend habe ich bis 4 Uhr nachts im Büro gesessen und wie wild gearbeitet. Als ich nach Hause ging, wurde der Himmel ganz hinten am Horizont schon langsam hell. Nach 4 Stunden Schlaf bin ich dann wieder raus, weil ich heute in der Früh ein paar eilige Termine hatte. Ich bin immer sehr solide. Keine Puppen und Sekt, keine Kinos, keine Bars, nischt. Abends gehe ich immer gleich ins Bett. Das bekommt mir. Ich liebe dich und brauche dich ganz dringend. Wenn ich abends in mein Zimmer komme, muss ich den Kopf tief ins Kissen drücken und ihn mit beiden Händen festhalten, weil ich Angst habe, die Einsamkeit nicht mehr ertragen zu können und verrückt zu werden. Dann kann ich nur noch endlos und ohne Pause deinen Namen sagen, im Weinen wie im Schluchzen, ganz hilflos und elend. Eine lange, lange Bettelei. Siehst du, so bin ich. Gar kein Mann und egoistisch. Bitte, bitte, nimm mich auch so. Willst du?